Eine Haartransplantation ist für alle Männer und Frauen geeignet, die den Wunsch nach vollem Haar haben. Sie müssen eine genügend große Spenderregion besitzen. Die Haarwurzeln am Hinterkopf sind genetisch so programmiert, dass sie gegen den hormonellen Haarausfall geschützt sind. Deswegen ist es möglich, eine Haarwurzelumverteilung vom Hinterkopf in den typischen Glatzenbildungsbereich durchzuführen. Bis heute haben sich zwei Methoden durchgesetzt, die klassische Streifenmethode und die Follicular Unit Extraction. Bei der Streifenmethode wird am Hinterkopf unter lokaler Betäubung ein dünner, behaarter Kopfhautstreifen entnommen und die Entnahmestelle mit einer speziellen Nahttechnik so verschlossen, dass keine Narbe entsteht. Danach wird der Hautstreifen, und das ist wichtig, unter dem Mikroskop so bearbeitet, dass man die einzelnen Haarwurzeln herauslösen kann und danach einsetzt. Bei der Follicular Unit Extraction Methode, der FUE, werden die einzelnen Haarwurzeln am Hinterkopf entnommen. Dadurch ist der Eingriff viel schonender. Da man die Entnahmestellen nicht mit einer Hautnaht verschließen muss, entstehen keine Narben. Diese Technik ist heutzutage sehr beliebt, jedoch viel aufwendiger. Zudem sollte ein Haartransplantationschirurg mindestens 2000 bis 2500 Transplantate mit der Streifenmethode respektive 1000 oder mehr Transplantate mit der Follicular Unit Extraction Methode verarbeiten können. Das Einwachsen der Transplantate dauert circa eine Woche, jedoch kann man sich schon viel früher in der Öffentlichkeit bewegen. Ein Verband ist nicht nötig, da die Transplantate so passgenau in die Mikroschnitte eingesetzt werden, dass keine weitere Fixation notwendig ist. Ich persönlich lege großen Wert auf das Design der Haarlinie. Diese muss sehr natürlich sein. Eine natürliche Haarlinie ist fein, unregelmäßig und leicht transparent. Nur so erhalten Sie ein gutes Resultat. Hier sehen Sie einen jungen Patienten mit ausgeprägten Ratsherrenecken, absolut kahle Stellen, hat keine Haarlinie mehr. Wir haben hier eine neue Haarlinie designt und diese operativ umgesetzt. Nun sehen Sie den gleichen Patienten 6,5 Monate später. Man sieht eine völlig natürliche Haarlinie, welche unregelmäßig ist, mit feinem Haarbild am Anfang der Haarlinie und einer leichten Transparenz nach hinten. Des Weiteren kann man Haartransplantationen auch bei Frauen durchführen. Frauen leiden emotional sehr unter Haarverlust. Hier ist es sehr wichtig, dass man eine andere Haarlinie designt, die sogenannte Female Hairline. Diese Patientin sehen Sie hier 6,5 Monate später. Das Design der Female Hairline, die nach unten geschwungen ist, im Gegensatz beim Manne, wo sie nach oben geschwungen ist.